Ich bitte Sie darum, sich doch jetzt endlich einmal im Klaren zu sein, dass nur die schärfsten Maßnahmen noch in der Lage sind, die Situation für uns günstig zu gestalten. Es hat keinen Zweck zu verschweigen, dass unsere Rüstung nur die Chancen hat, der Wehrmacht die Waffen zu liefern, wenn das ganze Volk hinter dieser Rüstung steht und wenn im Besonderen die Gauleiter endlich den Ernst der Lage einsehen. Mein Vortrag soll den Zweck haben, Ihnen für die Zukunft jede Ausrede zu nehmen, einmal nicht gewusst zu haben, um was es sich jetzt hier handelt. Ich werde hier, koste was es wolle, die Autorität des Reiches durchsetzen. Ich habe mit dem Reichsführer SS Himmler gesprochen und Maßnahmen getroffen, die geeignet sind, hier entsprechend nachzuhelfen. Es liegt nur an uns, an den Führungskräften des Deutschen Reiches, ob wir diesem Willen des Volkes Geltung verschaffen wollen. One, two, three. The tribunal will now enter. Defendant Speer. Use the foregoing position. Der Angeklagte Speer beteiligte sich, wie in Anklagepunkt 1 und 2 ausgeführt, an der militärischen und wirtschaftlichen Planung und Vorbereitung der Nazi-Verschwörer für Angriffskriege und solche Kriege, die eine Verletzung von internationalen Verträgen, Abkommen und Zusicherungen darstellen. Er genehmigte und leitete die in Anklagepunkt 3 angeführten Kriegsverbrechen, ebenso wie die in Anklagepunkt 4 angeführten Verbrechen gegen die Humanität, im Besonderen den Missbrauch und die Ausnutzung von Menschen für Zwangsarbeit während der Führung von Angriffskriegen, und nahm an diesen Verbrechen teil. Der Satz, die Juden müssen ausgerottet werden, in seinen wenigen Worten, meine Herren, ist leicht ausgesprochen. Für den, der es durchführen muss, was er fordert, ist es das Allerhärteste und Schwerste, was es gibt. Ich bitte Sie, das, was ich Ihnen in diesem Kreise sage, wirklich nur zu hören und nie darüber zu sprechen. Es trat an uns die Frage heran, wie ist es mit den Frauen und Kindern? Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen. Und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin. Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Ha, Kleinigkeit. Und dann kommen sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden. Und wenn du dabei warst, dann wirst du jetzt immer sagen müssen, du hast billigend den Massenmord in Kauf genommen. Wie reagierte er darauf? Er selber glaubte sich fest zu erinnern, so jedenfalls mir gegenüber, er sei mittags abgereist oder am frühen Nachmittag um 2 oder 3 und Himmler hat um 4, glaube ich, etwa geredet. Also könne er die Rede Himmlers nicht verfolgt haben. Ich kann mir vorstellen, dass er ein ganz dumpfes Gefühl hatte, was jetzt kommt und gegangen ist. Ich glaube ihm das ja, so unwahrscheinlich es klingt. Ich glaube ihm das ja. Ob er jetzt da war oder nicht da war, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also ich glaube, dass man nicht in einer solchen Position gewesen sein kann, ohne
mindestens über Dritte und Vierte davon gewusst zu haben. Im Grunde in seiner Position und mit den Ankündigungen, was mit dem Juden zu geschehen hat, ja, das war ja, das ist ja, hat eine lange, lange sozusagen NS-Tradition, was machen wir mit den Juden, muss er eigentlich auch vom Völkermord gewusst haben. War er da oder war er nicht da? Was war Ihr Gefühl? Sicherlich weiter. Sicherlich weiter. Ach. Das glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich wusste, dass er wusste, dass wie weit er sich sozusagen selber eine Täuschung hingegeben hatte, wie weit er nicht nur die anderen, die Umwelt täuschte, sondern sich selber. Deshalb weiß ich nicht. Die Judenfrage in den von uns besetzten Ländern wird bis Ende dieses Jahres erledigt sein. Es werden nur Restbestände einzelner Juden übrig bleiben, die untergeschlüpft sind. In Warschau haben wir in einem Judenghetto 4 Wochen Straßenkampf gehabt. 4 Wochen. Wir haben dort ungefähr 700 Bunker ausgehoben. Das ganze Ghetto macht also Pelzmäntel, Kleider und Ähnliches. Und wenn man früher dorthin langen wollte, so hieß es halt, sie stellen die Kriegswirtschaft, halt Rüstungsbetrieb. Natürlich hat das mit den Parteigenossen später gar nichts zu tun. Sie können gar nichts dazu. Es ist der Teil von angeblichen Rüstungsbetrieben, die der Parteigenosse Speer und ich in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam reinigen werden. Wir werden das genauso unsentimental machen, wie im 5. Kriegsjahr alle Dinge unsentimental, aber mit großem Herzen für Deutschland gemacht werden müssen. To complete the combing out of the Warsaw Ghetto, die Durchkämmung des Ghettos in Warschau war mit größter Härte und unnachsichtiger Zähigkeit zu vollziehen. Ich entschloss mich deshalb, die totale Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks, auch der Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben, vorzunehmen. Es wurde systematisch ein Betrieb nach dem anderen geräumt und anschließend durch Feuer vernichtet. Fast immer kamen dann die Juden aus ihren Verstecken und Bunkern heraus. Not infrequently, the Jews stayed in the burning buildings. Es war nicht selten, dass die Juden in den brennenden Häusern sich so lange aufhielten, bis sie es wegen der Hitze und aus Angst vor dem Verbrennungstod vorzogen, aus den Stockwerken herauszuspringen. Er kämpft darum, dass seine Arbeiter aus dem Ghetto nicht abgezogen werden. Ja, klar. Aber wohin kommen sie denn dann? Warum kämpft er um sie? Er muss es doch wissen. Natürlich. Denn aus dem Ghetto hieß ja in die Öfen. Natürlich. Dort rasierte man uns den Kopf und tätowierte uns auf den Unterarm die Erkennungsnummer. Eines Nachts wurden wir aufgeweckt durch furchtbare Schreie. Wir haben am nächsten Tag erfahren von den Männern, die im Sonderkommando arbeiten, dem Gaskommando, dass sie an diesem Abend, weil nicht mehr genügend Gas vorhanden war, die Kinder lebend in das Feuer geworfen haben. Die Juden waren für uns nutzlose Fresser. Wir haben allein im Generalgouvernement von ihnen 200 Millionen umgelegt. Was haben Sie denn gedacht? Der Führer selbst hätte vor einem Gericht für alles die Verantwortung übernehmen müssen. Das hätte er getan. Aber Männer, der war unser Staatsoberhaupt. Unerträglich die Vorstellung, ihn vor diesem Tribunal der Sieger zu sehen. Er hat uns hier reingeritten. Jetzt bleibt uns als einziges die Wahrheit zu sagen. Ach, halt doch dein Maul! Flexner? Ja, bitte. Annemarie Kempf. Die Sekretärin vom Herrn Minister. Sie schickt der Himmel. Meine Güte, haben wir Sie gesucht. Wie sind Sie denn überhaupt durch die Kontrolle gekommen? Vom Büro Eisenhower unterschrieben. Wir stehen mit leeren Händen da. Sie wissen, was wir brauchen.
Drehen Sie sich bitte einen Augenblick zum Fenster. Die erste Lieferung. Kopien aus Kranzberg. Der Minister hat dort seine Dokumente den Engländern und Amerikanern ausgeliefert. Und nicht damit gerechnet, dass nun alles gegen ihn verwendet wird. Wir hätten nie gedacht, dass er angeklagt werden würde. Ein Brief des Ministers an den Führer vom März 45. Es ist daher in 4 bis 8 Wochen mit dem endgültigen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft mit Sicherheit zu rechnen. Nach diesem Zusammenbruch kann der Krieg auch militärisch nicht fortgesetzt werden. Wie sind seine Chancen? Nicht gut. Die Anklage hat alle Möglichkeiten und wir können uns kaum bewegen. Sie müssen ihn retten. Wir müssen alles versuchen. Seine Mitarbeiter zum Beispiel. Sie sind alle noch in Kranzberg interniert. Würden die für ihn aussagen? Ja, sicher. Wenn er das so anordnet. If it pleases the tribunal, the prosecution for the United States will at this time present to the tribunal. Hoher Gerichtshof, die Anklagebehörde für die Vereinigten Staaten wird nun mit der Erlaubnis des Gerichtshofs einen Originalfilm über die Konzentrationslager vorführen. An explanation of what the words concentration camp. Dieser Film gibt eine Erklärung dessen, was das Wort Konzentrationslager bedeutet. Mit uns hat man verschiedene Experimente gemacht. Die Sanitäter und Ärzte haben auf Häftlinge Spritzen gemacht, zum Beispiel 20 cm, Kubikzentimeter Benzin intravenös gespritzt, so dass nach ein paar Minuten ist der Mensch gestorben. Dies ist die Ärztin des weiblichen Quartiers des KZ-Lagers Bergen-Belsen. SS-Wächter wurden gezwungen, das Lager aufzuräumen. Offensichtliche Beweise von Schlägereien sowie grausamen Morden waren überall zu sehen. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Das war Bergen-Belsen. Schrecklich. Schrecklich. Im Weinkeller des Hadamar-Instituts wurden Totenbücher gefunden. Diese großen Buchbände enthalten Tausende von Totenurkunden. Beruf unbekannt, Nationalität unbekannt, war nach jedem Namen geschrieben. Hier wird nachgestellt, wie die Opfer für grausame Folter gefesselt wurden. Stöcke umwickelt mit Stacheldraht wurden benutzt, um die Rücken der Männer auszupeitschen. Kramer, der Lagerkommandant, wurde verhaftet. Dreckiges Schwein. Wir haben die Befreiung von Konzentrationslagern gesehen. In der Schule? In der Schule. Und dann habe ich sicher mich auch noch lange davor gedrückt, diese Handlungen und diese Verbrechen jetzt direkt mit meinem Vater in Verbindung zu bringen. Aber dass er wesentlich teilhatte an dem Krieg und auch an der, was man damals nannte, Kriegsverlängerung, damit auch an der Zerstörung, dem konnte ich nicht ausweichen. Und der Möglichkeit, die Leichenberge herzustellen. Natürlich. Das war die Basis vom Massenmord. Ja.
Natürlich. Unter kriegsmäßigen Bedingungen. Und das wusste er auch. Ja. Also ich glaube nicht, dass er da nichts wusste. Aber Verdrängungsprozesse kennen wir alle. Also ich glaube das nicht. Ich glaube es nicht. Ach, sind Sie doch still. Was? Das geschah in den letzten Tagen. Millionen in den letzten Tagen. Nein. Du hast neben dem Mann gesessen, der das wollte, der sie gehasst hat und sie morden wollte. Und du hast ihm alles bereitet. Du hast ihm den Krieg bereitet mit deinen Einfällen. Wenn die Toten Platz genommen hätten in seinem Herzen. Wenn er die Schuld gespürt hätte. Ich glaube, das hält man überhaupt nicht aus. Meine liebe Gretel, ich muss mein Leben als abgeschlossen betrachten. Nur dann kann ich den Abschluss so gestalten, wie ich es für notwendig halte. Dann kannst du und unsere Kinder weiter in Ehren bestehen. Es kann mir niemand mehr helfen, außer Gott. Der weiß, was ich getan und wie ich gedacht habe. Ich weiß, dass viele Deutsche sich für den Nürnberger Prozess nicht allzu sehr interessieren. Der Grund für dieses geringe Interesse ist wohl zu einem erheblichen Teil, dass sie mit einer Vergangenheit, die in größerem oder kleinerem Maß ihre eigene Vergangenheit war, nichts mehr zu tun haben wollen. Kein Hitler-Gegner will Nationalsozialisten in eine Vergangenheit zurückstoßen, von der sie loskommen möchten. Aber wir müssen alles tun, damit möglichst unser ganzes Volk von der Vergangenheit loskommt, um der Zukunft willen. Dazu kann der Nürnberger Prozess helfen. Das Haupthaus, das sogenannte Herrenhaus, das war voll mit Flüchtlingen. Und da hatte mein Vater für uns 2, 3 Zimmer reserviert, sodass wir dann untertauchten in dem Haus zusammen mit anderen Flüchtlingen. Und die Erklärung, die mein Vater gegeben hat, war, dass einmal englische Zone sein würde und er am meisten Vertrauen in die Fairness der Briten hatte, bezogen auf Familie. Und zweitens, dass wir nicht verhungern würden, weil auf alle Fälle Fisch im Meer zu fangen sein würde. Und es hat sich ja auch beides bewährt. Annemarie, nur mal ehrlich. Wie steht's in Nürnberg? Es ist ernst, sagt der Anwalt. Dr. Flexner, ein guter Mann. Ich bringe ihm jetzt wieder Dokumente aus unserem Aktenvorrat, die ihren Mann entlasten können. Hat er denn noch irgendwo Akten? In Berchtesgaden oder Sigrün? Wir sind nur mit dem Nötigsten weg. In Sigrün hat er nur seine Gemälde untergestellt. Er hat mir ja nie was gesagt. Da sind Sie schon die bessere Hälfte. Wir waren ein gutes Team in Berlin und das soll auch so bleiben. Ich werde an Rudi Wolters schreiben, er wird helfen, wo er kann. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Ja, es ist eine schreckliche Zeit. Bleiben Sie doch hier oben. Da sind die Kinder geschützt und das ist viel wichtiger als ein Jahr Latein in Heidelberg. Deutschlandsender. Bis die Entspannung eingetreten ist. So oder so. Habe alles getan, was irgendwie in meiner persönlichen Kraft gestanden hat, die nationalsozialistische Bewegung zu stärken, zu vergrößern und unablässig daran gearbeitet, sie unter allen Umständen in die Macht, und zwar die alleinige Macht, zu bringen. Selbstverständlich wurde auch da und dort geschlagen. Das Lager Dora liegt 5 Kilometer nördlich der Stadt Nordhausen. Das Lager wurde von der Deutschen als geheimes Kommando betrachtet. Dieses Geheimkommando war damit beauftragt, V1 und V2 herzustellen. Wir waren in unterirdischen Schlafzellen ohne Ventilation.
Dort schliefen bis zu 3500 Gefangene. Um 4 Uhr früh mussten wir aufstehen und 5 Minuten später müssten wir im Tunnel stehen. Und dann, wenn gesprengt wurde, da haben wir dicht bei geschlafen. Mhm. Und dann war alles ein Staub. Und dann waren wir morgens weiß wie Müller. Mhm. Aber was gab es nicht? Mit unserem Urin haben wir uns ein bisschen die Augen ausgerieben. Aber Wasser haben die Häftlinge, die hier unterirdisch leben, nicht bekommen. Und viele sind vor Durst sind gestorben, krepiert, besser zu sagen. On the whole, we found this camp. Im Allgemeinen fanden wir, dass dieses Lager genau nach dem Muster von Buchenwald betrieben worden war. Wenn die Leistungsfähigkeit der Arbeiter infolge der schlechten Arbeitsbedingungen nachließ, wurden zur Strafe ihre Rationen herabgesetzt. Das Resultat war ein Circulus Vitiosus, bei dem die Schwachen immer schwächer wurden, bis man sie schließlich ausrottete. Dies war der Ablauf der Dinge in den Konzentrationslagern. Arbeit, Folterung, Aushungerung und Tod. Von diesen Arbeitskräften hat der Angeklagte Göring gesagt, dass sie sich als sehr nützlich erwiesen hätten. Und der Angeklagte Speer war eifrigst bestrebt, sie in den Fabriken unter seiner Kontrolle zu verwenden. Die Zustände, wie in dem Lager Dora geschildert, kenne ich nicht. Ich halte sie auch für übertrieben. Aber es ist selbstverständlich, dass ich wusste, dass unterirdische Werke hergestellt wurden. Ich sehe auch nicht ein, dass die Herstellung unterirdischer Bauten etwas besonders Schlimmes oder Vernichtendes sei. Nach Weihnachten wollen wir die Serienfertigung der Rakete anlaufen lassen. Wenn man bedenkt, mit vierfacher Schallgeschwindigkeit wird eine Tonne Sprengstoff von der Küste direkt in die City von London geschickt. Kommt, Führer. Herr Degenkolb. Was Sie beide hier in wenigen Monaten aus dem Ruhezustand gemacht haben, Respekt. Großartige Leistung. Wir werden hier die modernste und größte unterirdische Fertigungsstrecke der Welt haben. Von keiner Bombe mehr zu bedrohen. Noch ein kleines Stück zurück, Herr Speer, und dann standen wir auf einmal vor einer Grotte. Es war hier dunkel und je tiefer wir in diesen Stollen hineingegangen sind, umso stickiger wurde es von den Sprengungen, aber das wussten wir noch nicht. Und ich habe mir dann gedacht, dieser Weg müsste geradewegs in die Hölle führen irgendwo. Und dann wussten wir noch nicht, wie die Realität war. Sind über Dora gegangen, von den 20.000 hier im Stollen und beim Aufbau, größtenteils beim Aufbau, gestorben sind. 20.000. Was war die Todesursache? Verhungert oder Entkräftung oder Schläge? Entkräftung, Verhungerung, Schläge, Misshandlungen, aber besonders Entkräftung durch die schwere Arbeit und keine Ernährung. Es zählt nur die Arbeitskraft, solange noch die Arme und die Beine in Bewegung waren. Da konnte man die Arme und Beine, die konnte man benutzen zum Ausbau der Stollen, zur Einrichtung dieser unterirdischen Fabrik. Und alles Weitere, das hat man in Kauf genommen. Nicht das Leben der Häftlinge, sondern ihre Arbeitskraft. Arbeit bis zur Vernichtung. Welche hatten noch nie mal Schuhe an, Häftlinge? Barfuß. Haben sie müssen die Steine rausschleppen. Erdbar!
einer Nacht war ich aufgestanden, also benebelt war ich vom Staub und von den Sprengungen, bin ich dann hinter das Bettgestell getreten und habe da gestanden und ich habe da geschifft und dann hörte, wie ich da stand und hin und her wiegte und habe ich dann gesagt, Schwein, was machst du denn da? Das war ein Capo gewesen. Und dann wurde ich wach und ich habe mich eiligst, habe ich mich zum Abort begeben. Und unterwegs bin ich dann an einer Gestalt vorbeigekommen, die lehnte an das Bettgestell und ich habe ihn dann bei der Hand gefasst und ich habe dann gesagt, Kamerad, kommt, lasst uns schlafen gehen. Und ich wollte ihn mitnehmen und dann hörte ich, wie er rumgestürzt ist. Er war tot. Oder er war noch lebendig und gestanden und ist einfach tot gefallen. Die Toten, die wurden gehen morgen gleich, mussten die weggebracht werden. Meinen Sie, dass Sie die Herren Speer die Toten gezeigt haben? Sie sind nicht der Erste. Den Schnaps brauchte jeder. Die Arbeiten in der Höhle haben von uns allen viel abverlangt. Ja, ja. Die Nerven. Ich habe einige von unseren führenden Mitarbeitern zwangsweise in Urlaub geschickt. Die konnten einfach nicht mehr. So eine moderne Fabrik in so unglaublich kurzer Zeit, das macht uns niemand nach. Auch nicht die Amerikaner. Mal sehen, ob Reichsführer SS Himmler sie auch weiterhin an mich ausleihen wird. Gruppenführer, auf weitere Projekte. Sie kennen das amerikanische Prozessverfahren. Ich kann Sie selber befragen. Das ist die Chance für Sie, vor Gericht das zu sagen, was Sie von der Anklage entlastet. Ich werde Sie auch zu den Konzentrationslagern befragen müssen. Was Sie darüber wussten. Tun Sie es nur. Die Anklage wird nach unserem Gespräch sehr deutlich nachhaken. Wo liegt Ihre Verantwortung bei den Millionen Fremdarbeitern? Für die Arbeitsbedingungen, die Todesrate, die Strafen. Was haben Sie davon gewusst? Ich werde Ihnen das alles beantworten. Die Anklage hat besondere Teams, die seit Monaten überall in Europa Akten und Dokumente suchen. Sie könnten etwas finden, das Sie vielleicht vergessen haben. Das glaube ich kaum. Fürs Protokoll. Reichsminister Professor Speer hat die Vergrößerung des Barackenlagers Auschwitz in vollem Umfang genehmigt und ein zusätzliches Bauvolumen für Auschwitz in Höhe von 13,7 Millionen Reichsmark bereitgestellt. Vorhaben Kriegsgefangenenlager Auschwitz. Durchführung der Sonderbehandlung. Gleisanschluss, elektrische Lichtanlage, Notstromaggregate, Lagerbaracken, Drahtzaun und Wachtürme, Krematorium 1 und 2, Leichenkeller 1, Leichenkeller 2, 4 Leichenhallen. Kosten für Quadratmeter Reichsmark 50. 3 Muffelöfen, Kosten für ein Stück Reichsmark 20.000. 2 Stück 8 Muffelöfen, Kosten für ein Stück Reichsmark 30.000. Gegeben, den Wiederaufbau der bombenzerstörten Städte zu organisieren. Du, Rudi, wirst der Leiter dieses Wiederaufbaustabs sein. Stell dir eine Mannschaft zusammen. Wir müssen das in der Hand haben, wenn der Krieg vorbei ist. Das ist für eine Arbeit, für Jahrzehnte. Die Volkshalle können wir jetzt erstmal einpacken. Städte schöner aufbauen, als sie je waren. Mit schöneren, größeren, monumentaleren Gebäuden und Denkmälern, als es sie je gab.
Aber dafür müssen wir siegen. Erst wenn die Menschen den Krieg direkt vor ihrer Haustüre haben, dann kämpfen sie richtig fanatisch und total. Dann begreift auch der Dümmste, dass sein Haus nicht wieder aufgebaut wird, wenn wir nicht siegen. Keine Stadt soll dem Feind überlassen werden, bevor sie nicht ein Trümmerfeld ist. Denke nicht daran zu kapitulieren. Die Vorsehung prüft den Menschen und gibt den Lorbeer schließlich an denjenigen, der unbeirrt bleibt. Solange ich lebe, werde ich diese Prüfung aushalten und bestehen. Was entscheidet, ist nicht die Überlegenheit in der Masse an Kriegsmaterial, an Waffen, an Rohstoffen. Das hatten wir nie. Das haben wir längst verloren, das weiß ich auch. Der Rücksichtslose, nicht der Feige ist es, der gewinnt. Wer jetzt noch anderer Meinung ist als ich, der kommt unwiderruflich an den Galgen. Aber die Volksgenossen, die alles verloren haben. Hören Sie mal auf mit dem Volk. Vom Volk können Sie nichts erwarten. Ich weine dem deutschen Volk keine Träne nach. Die haben mir gestern zugejubelt und heute hissen sie die Bettlaken für die Alliierten. Das Volk versteht nichts, das weiß überhaupt nichts von der Geschichte. Sie glauben gar nicht, wie satt ich das alles habe. Mein lieber Speer, lassen Sie sich von den Zerstörungen nicht durcheinanderbringen. Das Gejammer der Leute darf Sie nicht kümmern. Dr. Kubaschok, ich möchte mit Ihnen in Vertretung meines Anwalts etwas besprechen. Ja, bitte. Könnten Sie vielleicht im Verhör mit Ohlendorf beiläufig einige Fragen zu meiner Person einfügen? Wissen Sie, dass der angeklagte Speer Mitte Februar dieses Jahres ein Attentat auf Hitler vorbereitet hat? In the middle of February of this year, had plotted to kill Hitler. Nein. Wissen Sie, dass Speer es unternommen hat, Himmler den Alliierten auszuliefern, damit dieser sich verantworten könne und eventuell Nichtschuldige klarlegen könnte? Nein. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich! Ich kannte als Architekt diesen Bunker genau. Dieser hatte eine Frischluftanlage, ähnlich wie sie hier auch eingebaut ist, im Saale. Es war nicht schwer möglich, in die Ansaugöffnung der Frischluftanlage, die im Garten der Reichskanzlei war, das Gas zu bringen. Es musste sich dann in kurzer Zeit durch diese Anlage, durch den gesamten Raum, im gesamten Bunker verteilen. Als es soweit war, besichtigte ich die Ansaugöffnung im Garten der Reichskanzlei und musste dort feststellen, dass kurz vorher auf persönlichen Befehl Hitlers auf diese Ansaugöffnung ein 4 Meter hoher Kamin gemauert war. Damit war die Durchführung dieses Planes nicht mehr möglich. Nach meinem Kenntnisstand hat es hier nie im Boden eine Ansaugöffnung gegeben. Man baut auch normalerweise bei Bunkeranlagen in den Boden keine Ansaugöffnung hinein, weil wenn es eine Explosion gibt, ist diese Ansaugöffnung sofort weg. Ja, es kann ja eine Bombe direkt neben der Ansaugöffnung einschlagen. Dann kriegt man unten keine Luft mehr rein. So werden Bunker nicht gebaut. Für ihn ging es wirklich um seinen Kopf. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Gedanken, die er da in der Realität hatte, dass die dann auch ein bisschen übertrieben dargestellt wurden. Ein Anschlag mit Giftgas gegen Hitler. Die Überraschung ist Ihnen gelungen. Tja, jetzt werde ich es wohl eine Zeit lang etwas schwerer haben bei einigen von denen. Ich bin froh, dass es raus ist.
Göring benutzt seinen Einfluss, um eine Front gegen das Gericht aufzubauen. Wissen Sie, Göring hält sich immer noch für einen großen Mann. Er will den Prozess eine Show abziehen. Ich mache da nicht mit. Und die anderen? Es ist keine ganz so gute Idee, sie mit Göring zusammen essen und spazieren gehen zu lassen. Der treibt das immer wieder auf eine Linie. Schüchtert sie ein, das zu sagen, was sie denken. Sie kennen doch die Angeklagten ganz gut. Ja, und ich glaube, der eine oder andere ist dabei, seine Illusionen über den Nationalsozialismus zu begraben. Schauen Sie mal hier. Er zitiert in einem Schreiben an den Führer Aussagen von Bormann und Goebbels. So stehe ich nun vor der Tatsache und so weiter, dass die von mir aufgebaute Selbstverantwortung der Industrie als parteifremd und als Sammelbecken der reaktionären Wirtschaftsführer bezeichnet wird. Gut. Sehr gut. Die Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, ist eine unpolitische. Er hat sich immer gegen das Hineinreden der Parteibonzen gewehrt. Gut, dass Herr Speer das alles so genau protokolliert hat. Als ob er gewusst hat, dass wir es brauchen würden. Ja, ja. Wie gut, dass ich noch in Kranzberg arbeite. Hier ein Dokument, in dem er ausreichende Ernährung für die russischen Fremdarbeiter fordert. Und Tabak. Als Leistungsanreiz. So dachte doch der Minister. Könnten Sie das auch als Zeugin beeilen? Ich würde alles tun, um ihm zu helfen. Alle nun im Reich noch vorhandenen Rüstungskapazitäten können nur noch teilweise ausgenutzt werden, da sie weder mit der notwendigen Kohle, dem notwendigen Strom noch mit dem notwendigen Gas beliefert werden können. Die deutsche Rüstung ist nach dem Verlust von Oberschlesien nicht mehr in der Lage, auch nur im Entferntesten die Bedürfnisse der Front an Munition, Waffen und Panzern abzudecken. Das alles unterstreichen Sie um Gesperrtsätzen. Wir haben den Krieg verloren. Das heißt es doch. Für solche Sätze kann man vors Kriegsgericht kommen. Das sind Tatsachen. Wenn der Führer begreift, wie es um uns steht, er kann den Krieg doch nicht einfach weiterlaufen lassen. Das macht doch keinen Sinn. Wenn es zu Ende geht, ich würde gern bei Ihnen bleiben. Schlusssatz. Weil er so gern vom deutschen Soldaten spricht, der beim Kampf auf deutschem Boden ein Wunder an Tapferkeit an den Tag legt. Das materielle Übergewicht des Gegners ist danach auch nicht mehr durch die Tapferkeit unserer Soldaten auszugleichen. Speer, Sie können mir zwar schreiben, wie Sie die Lage der Rüstung beurteilen, aber ich verbiete es Ihnen, irgendwem sonst darüber Aufschluss zu geben. Was aber Ihren letzten Absatz betrifft, sowas können auch Sie mir nicht schreiben. Diese Schlussfolgerung hätten Sie sich sparen können. Sie haben mir zu überlassen, welche Konsequenzen ich aus der Rüstungslage ziehe. Sauer hat mir von dem neuen vierstrahligen Düsenbomber berichtet, den Messerschmitt da in Planung hat. Als Jäger gegen die feindlichen Bomber wäre das Strahlflugzeug jetzt wichtiger. Mit dem neuen Düsenbomber können wir dann endlich auch New York in Brand setzen. Stellen Sie sich einmal die Wirkung vor. Wie die Hochhäuser in die Tiefe stürzen. Churchill rät den Briten und Amerikanern zur Vorsicht und Verteidigungsbereitschaft gegenüber den Russen. Die Sowjetunion sei eine wachsende Gefahr für die christliche Zivilisation. Ja, ja. Es bricht auseinander. Herr
Herr Speer, wollen Sie bitte dem Gericht kurz Ihren Werdegang bis zur Ernennung zum Minister geben? Kurz? Sagen Sie all das, was dem Gericht ein gutes Bild gibt. Der ideell eingestellte Künstler, der zufällig zum Minister gemacht wurde. Sie machen das schon. Durch die Vorliebe Hitlers für seine Bauten hatte ich einen engen und persönlichen Kontakt zu ihm. Wenn Hitler überhaupt Freunde gehabt hätte, wäre ich vermutlich einer seiner engen Freunde gewesen. Und so bekam ich große Bauaufgaben von ihm. Neben den verschiedenen Bauten hier in Nürnberg wurde ich mit der städtebaulichen Neugestaltung Berlins beauftragt. Trotz des Krieges wurden diese Friedensbauten bis zum Dezember 1941 fortgeführt. Und erst die Winterkatastrophe in Russland machte diesen Friedensbauten ein Ende. Die Arbeitskräfte, soweit sie Deutsche waren, wurden von mir zur Wiederherstellung der russischen Bahnanlagen zur Verfügung gestellt. Wir müssen an das Öl, an die Petroleumquellen in Baku heran und an das Erz im Donetsbecken, damit das der Nachschub gewährleistet ist. Herr Speer, die Anklage erhebt den Vorwurf, dass Sie an der nach Deutschland gekommenen Gesamtzahl ausländischer Arbeiter eine Mitverantwortung haben. Ihr Mitangeklagter Saukel hat ausgesagt, dass er vordringlich für Sie gearbeitet hätte. Selbstverständlich habe ich von Saukel erwartet, dass er den Bedarf der Rüstung vordringlich abdeckt. Er ließ sich dazu den Auftrag geben, 3,5 Millionen Arbeiter aus den besetzten Gebieten zu holen. Hitler gab schärfste Weisung über OKW an die Militärbefehlshaber, den Forderungen Saukels nachzukommen. Ich habe die große Sorge, dass Speer in rücksichtslosester Weise den ganzen Arbeitseinsatz auf mich abzuwälzen versuchen wird. Etwas Gemeineres gibt es gar nicht, denn er hat die Arbeitskräfte gefordert. Weiter wurde behauptet, dass ich die Verbringung von ausländischen Arbeitskräften nach Deutschland im April 1942 gefordert hätte. Und dass es auf meine Initiative zurückzuführen sei, dass überhaupt ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland kamen. Das stimmt nicht. Ich habe in diesem Sinne nicht auf Saukel einzuwirken brauchen. Speer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Führer den Ausländereinsatz unbedingt haben wollte. Warum, Herr Speer, wurden nun bei den Betrieben KZ-Sonderlager errichtet, die sogenannten Arbeitslager? Diese Arbeitslager wurden errichtet, um lange Wege zu ersparen und dadurch den Arbeiter frisch und arbeitslustig im Betrieb zu haben. Der Teil der Arbeit aus den Konzentrationslagern hat die zusätzlichen Vergütungen, die in der Industrie gegeben wurden, wie Zigaretten oder zusätzliche Ernährung, in vollem Umfang bekommen. Now, you said the concentration camps had a bad reputation. Sie sagten, dass die Konzentrationslager einen schlechten Ruf hatten. Ich glaube, das waren Ihre Worte. Ja. What did you mean by that phrase, bad reputation? Was meinten Sie mit schlechtem Ruf? Das ist schlecht zu definieren. Es ist... In Deutschland wusste man, dass ein dass der Aufenthalt in einem Konzentrationslager eine unangenehme Angelegenheit ist. Und diese Kenntnis hatte ich auch. Aber ich hatte keine Einzelkenntnisse. Was not the reputation that violence and physical punishment waren die Lager nicht bekannt, dass dort Gewalt und körperliche Züchtigung angewandt wurde? War das nicht der Ruf, den Sie meinten? Nein, das ist nach Kenntnis, die wir hatten, etwas zu weitgehend. Ich wurde in der Zeit, als ich Minister war, so seltsam das hier klingt, über das Schicksal der Häftlinge beruhigter, weil mir von offiziellen Stellen immer nur Gutes und Beruhigendes über die Konzentrationslager gesagt wurden. Herr Speer, haben Sie sich jemals an der Planung und Vorbereitung eines Angriffskrieges beteiligt? Nein.
da ich bis zum Jahre 1942 als Architekt tätig war, kann davon nicht die Rede sein. Waren Sie, einen Moment, die Durchführung dieser großen Baupläne Hitlers war tatsächlich und in der Hauptsache auch psychologisch eine Behinderung der Aufrüstung. Wie begann Ihre Tätigkeit als Minister? Sofort bei Beginn meiner Tätigkeit stellte sich heraus, dass nicht der Bau, sondern die Steigerung der Heeresrüstung der wichtigste Teil meiner Aufgabe ist. Denn die schweren Materialverluste in den Winterschlachten in Russland im Jahre 1941-42 hatten schwerste Verluste gefordert. Es wurden von Hitler erhebliche Steigerungen der Heeresrüstung gefordert. Und das ist mir, wie heute allgemein bekannt ist, auch gelungen. Aus seinen mir diktierten Berichten war mir seit etwa Mitte 1944 bekannt, dass nach seiner Ansicht eine militärisch erfolgreiche Beendigung des Krieges nicht mehr möglich war. Seit Mitte 1944? Als Chefsekretärin im Ministerbüro hatte ich Gelegenheit, die offene Widersetzlichkeit zu den vom Führer gegebenen Befehlen der Zerstörung zu verfolgen. Wir haben mehr als einmal befürchtet, dass seine Ausführungen und seine Berichte an den Führer zu seiner Verhaftung führen müssten. Ihm machte das keinen Eindruck. Er hielt es für seine Pflicht, so zu handeln. Es ist daher in 4 bis 8 Wochen mit dem endgültigen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft mit Sicherheit zu rechnen. Nach diesem Zusammenbruch kann der Krieg auch militärisch nicht fortgesetzt werden. So. Und das bringe ich ihm jetzt persönlich vorbei. Rudi, was machst du denn hier? Leiter der Nachkriegsbüros, Rudolf Wolters, meldet sich zur Stelle. Oh je. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. In Höxter haben wir schon ein Büro eingerichtet. Bauleiter Lübcke hält dort die Stellung. Gut. Dann kümmere du dich um unser Büro in Flensburg. Wenn alles zu Ende ist, dann... Vielleicht sollte ich auch für ein paar Monate von der Bildfläche verschwinden. Lass dich nicht von den Russen erwischen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Wir haben nichts getan, was man uns vorwerfen kann. Rudi und die Alliierten brauchen uns. Unser Programm für den Wiederaufbau. Und die Fachleute haben wir auch. Es gibt niemanden sonst. Auf wen wollen Sie denn zurückgreifen? Wenn das mal gut geht. In Höxter sagen Sie, warum erschießt keiner den Mann im Bunker? Sollen die in Höxter es doch selber tun, wenn es so einfach ist. Wir haben kein Recht dazu, in diesem Stadium des Krieges von uns aus Zerstörungen vorzunehmen, die das Leben eines Volkes treffen können. Wenn die Gegner dieses Volk, das einmalig tapfer gekämpft hat, zerstören wollen, so soll ihnen diese geschichtliche Schande ausschließlich zufallen. Wir haben die Verpflichtung, dem Volk alle Möglichkeit zu lassen, die ihm in ferner Zukunft wieder einen neuen Aufbau sichern könnten. Mein Führer, es ist einfach technisch unmöglich, die Bevölkerung aus den Städten und Kampfgebieten zu evakuieren. Das sind 100.000. Ja, dann sollen sie eben zu Fuß marschieren. Dazu brauchen wir Verpflegung. Das richtige Schuhwerk. Wir können doch die Menschen nicht auf die Wiesen und Felder vor die Städte jagen. Und das ist doch alles Mumpitz, was Sie da reden. Wir können und dürfen auf die Bevölkerung keine Rücksicht nehmen. Danke, meine Herren. Für Sie, Speer. In Erinnerung an unsere
Alte Freundschaft. Sie haben ja um Mitternacht Geburtstag gehabt. Meine Hand zittert etwas in letzter Zeit. Es fällt mir etwas schwer zu schreiben. Darum ist es ein wenig unleserlich ausgefallen, was ich da für Sie hingeschrieben habe. Danke. Sie haben es sich so gewünscht. Die Wirtschaftslage von März. Und einige Schlussfolgerungen. Ich werde die Nacht Richtung Westen fahren. Versuchen wir vor Ort einen Überblick zu verschaffen. Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein und untergehen. Es ist in keiner Weise erforderlich. Völlig unnötig. Wenn wir auf die Grundlagen oder Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weinerleben braucht. Ganz im Gegenteil. Sogar besser. Wenn selbst diese Dinge zerstört werden. Weil das deutsche Volk hat sich unwiderruflich als das Schwächere erwiesen. Und eine Zukunft gehört ausschließlich dem erwiesenermaßen stärkeren Ostvolk. Naja. All was nach diesem Kampf noch übrig bleibt, sind sowieso nur die Minderwertigen. Denn die Guten sind ja sowieso gefallen. Das deutsche Volk hat bis zum Schluss Adolf Hitler die Treue gehalten. Er hat es wissentlich verraten. Er hat versucht, es endgültig in den Abgrund zu stürzen. Wenn ich an führender Stelle stehe und wenn ich dabei sehe, dass gegen die Interessen des Volkes in dieser Weise gehandelt wird, dann bin auch ich verpflichtet zu handeln. Ich habe nun durch Reisen in die zunächst gefährdeten Gebiete versucht, die Durchführung dieser Befehle zu verhindern. Bei der Disziplin, die in Deutschland bei jedem Befehl, gleich welchen Inhalt es geübt wurde, war seine Durchführung zu erwarten. Wenn Sie wenigstens die Kampfhandlung so weit wie möglich von den Industrieanlagen fernhalten könnten. Die Erhaltung der Verkehrsanlagen könnte ich Ihnen zusichern. Geheime Reichssache. Aus dem Führerhauptquartier. Ich befehle daher, alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes zu zerstören. Das gilt Ihnen. Ich habe angeordnet, dass der noch vorhandene Sprengstoff im Ruhrgebiet in den Kohlenschächten versenkt wurde, dass die Sprengstoffvorräte, die auf den Baustellen waren, verborgen wurden. Wir haben Maschinenpistolen an die wichtigsten Werke verteilt, damit sie sich gegen die Zerstörungen wehren können. Verdammte Sauerei! Wieso steht die Anlage noch? Weil ich das so befohlen habe. Die Zerstörung aller Industrieanlagen sind wir Gauleiter direkt verantwortlich, Herr Minister. Sprengen, sage ich. Sofort sprengen! Als ich von dieser Reise zurückkehrte, wurde ich sofort zu Hitler bestellt. Dies war am 29. März 1945. Das ist hier, Herr Minister. Herr Reichsleiter. Thank you.
Reichsleiter Bormann einen Bericht bekommen. Über ihre Besprechungen im Ruhrgebiet, die sie dort geführt haben. Reichsleiter Bormann sagt, sie haben praktisch dazu aufgefordert, meine Befehle nicht durchzuführen. Sie haben praktisch erklärt, dass der Krieg verloren ist. Ihnen ist doch klar, was da aufsteht! Sie treten sofort Ihren Krankheitsurlaub an. Bestehe darauf. Ich kann nicht als Minister die Verantwortung behalten. Und jemand anderes handelt in meinem Namen. Ich kann das nicht. Mein Führer. Da bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Ich kann keinen so wichtigen Minister entlassen! Ich kann nicht! Die Wirkung wäre verheerend. Auch im Ausland. Speer. Verstehen Sie mich doch. Ich bin nicht krank. Wenn Sie meinen, dass ich krank bin, dann müssen Sie mich entlassen. Wenn Sie glauben könnten, dass der Krieg noch gewonnen werden kann, dann ist alles gut. Dann können Sie im Ministerium weiterführen. Der Krieg ist verloren. Ja, das sagen Ihnen Ihre Fakten. Die nüchternen Erkenntnisse aus Ihrem Fachgebiet. Bei ihm, dem großen König in der Stunde größter Not, war es nicht anders. Alle realen Erkenntnisse und Einsichten mussten ihn dazu führen, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden konnte. Aber er hatte seinen unerschütterlichen Glauben. Und seine Männer auch. Den Glauben und das feste Vertrauen, dass sich alles noch zum Guten wenden wird. Speer. Man muss glauben. Ich gehöre nicht zu denen in Ihrer Umgebung, die sagen, sie glauben an den Sieg, ohne wirklich an den Sieg zu glauben. Wenn Sie wenigstens hoffen könnten, dass wir nicht verloren haben, dann bin ich schon zufrieden. Hoffen müssen Sie es doch wenigstens. Ich gebe Ihnen 24 Stunden Bedenkzeit. In 24 Stunden müssen Sie mir verbindlich erklären, ob Sie hoffen, dass der Krieg von uns noch gewonnen werden kann. Verstanden, Gott sei Dank. Ein Ultimatum. Ich soll mich zum Sieg bekennen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich ihm antworten soll. Oh je. Vorweg muss ich betonen, dass ich stolz und glücklich wäre, wenn ich weiter als Ihr Mitarbeiter mich für Deutschland einsetzen dürfte. Trotzdem bin ich verpflichtet,
Ihnen ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die es für meine Person haben kann, hart und ungeschminkt meine innere Einstellung zu den Ereignissen mitzuteilen. Ich kann aber nicht mehr an den Erfolg unserer guten Sache glauben, wenn wir in diesen entscheidenden Monaten gleichzeitig und planmäßig die Grundlage unseres Volkslebens zerstören. Das ist ein großes Unrecht unserem Volke gegenüber, dass das Schicksal es mit uns dann nicht mehr gut meinen kann. Ich habe viel für Deutschland erreicht. Ohne meine Arbeit wäre der Krieg vielleicht 1942-43 verloren gewesen. Herr Minister, gut, dass Sie da sind. Ich darf Ihren Brief nicht abtippen. Föhr will die Antwort persönlich von Ihnen hören. Mein Führer. Nun? Ich stehe bedingungslos hinter Ihnen. Dann ist alles gut. Es wäre schön, wenn Sie mir die Durchführung des Zerstörungsbefehls für die Industrieanlagen wieder übertragen könnten. Sie können die Zerstörung selber durchführen. Setzen Sie gleich selber einen Durchführungserlass auf. Ich werde ihn sogleich unterzeichnen. Jawohl. Was haben Sie aufgrund dieses neuen Befehls veranlasst? Es gab sofort einen Befehl heraus, der alle meine alten Befehle zur Schonung der Industrie wieder in Kraft setzte. Подсудимый Альберт Шпеер, вчера на суде вы сказали о том, что были одним из ближайших друзей Адольфа Гитлера. Gestern sagten Sie im Gerichtshof, dass Sie einer von Hitlers Freunden gewesen seien. Versuchen Sie uns nun zu überzeugen, dass Sie von den Plänen erst aus dem Buch Mein Kampf erfahren hätten. Dazu kann ich einige Ausführungen machen. Ich habe mit Hitler in engem Kontakt gestanden. Und ich habe seine persönlichen Ansichten gehört. Und diese persönlichen Ansichten ließen nicht darauf schließen, dass er irgendwelche Pläne in der Art hatte, wie sie hier in Dokumenten vorliegen. Ich war besonders beruhigt im Jahre 1939, als der Nicht-Angriffspakt mit Russland abgeschlossen wurde. Und schließlich müssen ja Ihre Diplomaten auch das Buch Mein Kampf gelesen haben. Und Sie haben ja auch trotzdem den Nicht-Angriffspakt abgeschlossen. Und Sie waren bestimmt intelligenter wie ich. Ich meine in politischen Dingen. Wir werden jetzt nicht untersuchen, wer das Buch gelesen hat und wer nicht. Das hat nichts mit der Sache zu tun. Sie sagen also, dass Sie über Hitlers Pläne nicht wussten? Ja. Переходим к следующему документу. Gehen wir jetzt zum nächsten Dokument. Am 4. Januar 1944 haben Sie an einer Besprechung bei Hitler teilgenommen, bei der die Frage der Ausnutzung der Arbeitskräfte für das Jahr 1944 besprochen wurde. Sie haben damals erklärt, dass Sie noch 1.300.000 Arbeiter benötigen würden. Bei dieser Besprechung wurde der Beschluss gefasst, dass Saukel im Jahr 1944 nicht weniger als 4 Millionen Arbeiter aus den besetzten Gebieten beschaffen sollte.
und das Himmler helfen sollte. Признаете, что вы были участником этого совещания? И что как министр Рейха вы несете ответственность? Geben Sie zu, dass Sie als Teilnehmer an dieser Besprechung und als Reichsminister für die zwangsmäßigen Deportationen von einigen Millionen Arbeiter nach Deutschland verantwortlich sind. Das Programm ist ja in keiner Weise durchgeführt worden. Gerade dieses Programm wurde ja nicht durchgeführt. Speer trat aus der Reihe der Schattenfiguren angenehm abstechend hervor. Man hörte bei ihm nicht dauernd, daran erinnere ich mich nicht. Es gab auch kein nachträglich korrigiertes Bild seines Verhältnisses zu Hitler, den er jahrelang verehrt hatte und den er später, als er merkte, welche Katastrophe Hitler für Deutschland bedeutet, kühl ermorden wollte. Speer sagte, ich habe mich dem Führerprinzip zur Verfügung gestellt und dann seine ungeheuren Fehler erkannt. Vor allem dadurch, dass jeder Befehl ohne jede Kritik und ohne jede Rücksicht ausgeführt wurde. Welch ungeheure Gefahren im autoritären Regime liegen, ist dadurch erwiesen. Das ist wieder einer jener Sätze, um deretwillen der Nürnberger Prozess so unendlich wichtig ist. Bei allen Einwänden, die laut werden. Sein Auftreten im Nürnberger Prozess war ein Glücksfall. Also damit so eine Gestalt was vermitteln konnte. Eigentlich finde ich das viel interessanter. Also zu überlegen, war die Rolle, die er übernommen hatte, aus unserer Sicht richtig? Er hätte sie sicher noch besser machen können, aber war sie richtig? War sie sozusagen in der Zeit für andere Menschen ja, einerseits vielleicht erleichternd, aber gleichzeitig doch auch wie ich jetzt wieder sage, vorbildhaft. Und also vorbildhaft. Sie wissen ja heute, dass er nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Was hätte er zum Beispiel sagen können, wenn er die Wahrheit gesagt hätte über sich? Mhm. Was meinen Sie, was er hätte sagen müssen? Nach dem, was wir heute wissen. Mhm. Was hat er verschwiegen? Na, das will ich jetzt hier nicht sagen. Das sollen Historiker sagen. Ich habe eine letzte Frage. Könnten Sie Ihre Handlungen in den letzten Monaten des Krieges mit Ihrem Eid und mit dem Begriff der Treue gegenüber Adolf Hitler vereinbaren? Es gibt eine Treue, die jeder unbedingt zu halten hat, und das ist die dem eigenen Volk gegenüber. Diese Verpflichtung steht über allem. Dass Hitler dem Volk nicht mehr die Treue hielt, musste jedem intelligenten Menschen seiner Umgebung klar sein. Es war spätestens ab Januar, Februar 1945. So, Sie sind also gekommen, Speer. Ja. Sagen Sie, Sie waren doch im Nordabschnitt, beim Dönitz. Was ist Ihr Eindruck? Alle sind zufrieden mit seinem Kommando. Seine fachlichen Kenntnisse sind wertvoll. Er hat den Respekt der Truppe. Das, Sie wissen ja. Dass Sie sich auf Dönitz in jedem Fall verlassen können. Werde mich morgen bei ihm melden. Könnte in den Süden gehen, nach Berchtesgaden. Was meinen Sie, Speer? Bleiben Sie in Berlin. Wenn es sein muss. Wenn Berlin fällt und es wirklich zu Ende geht, dann ist es besser, dass ich hier in einem Wochenendhaus. Ah ja. Das ist nur dieser eine Moment. Dann ist man von allem befreit. Von all der Qual des Daseins. Ja.
erlöst. Aber ich werde nicht kämpfen, wenn ich verwundet werde und lebend in die Hand der Russen falle. Was die mit mir anstellen würden in Moskau. Ich bleibe hier unten. Fräulein Braun will mit mir aus dem Leben gehen. Den Hund werde ich vorher vergiften lassen. Bei allem, was ich in den letzten Wochen geschrieben oder gesagt habe, unsere Unstimmigkeiten wegen der Zerstörungen, meine Loyalität zu Ihnen hat keinen Schaden genommen. Bleibe bei Ihnen bis zum Schluss, wenn Sie das wünschen. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Deutsche Männer und Frauen, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. Mr. Speer! Mr. Speer! Wissen Sie, wo Mr. Speer ist? Der Rüstungsminister Speer. Das bin ich. Kenneth Galbraith, Paul Nitze und einige andere Kollegen sind extra für Sie herübergekommen. Wir haben einige Fragen an Sie. We were particularly interested in seeing. Wir waren besonders an einem Treffen mit Speer interessiert, um ihn als Zuständigen für das Rüstungsprogramm und die strategische Luftwaffe zu interviewen. Mit dem vorrangigen Ziel, Deutschlands Waffenproduktion und den Nachschub nach Westfrankreich einzuschränken. Was wollen Sie von mir wissen? Warum ist Deutschland trotz unserer Bombardierung nicht früher zusammengebrochen? Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben uns nach Ihren Angriffen zu viel Zeit gegeben, die Produktion wieder aufzubauen. Wir konnten unsere Rüstung trotz Ihrer zielgerichteten Bombenangriffe sogar noch steigern. Und was hätten wir Ihrer Meinung nach tun sollen? Er wollte den Eindruck von Zusammenarbeit erwecken und bis zu einem gewissen Grad seine Mittäterschaft eingestehen, ja sogar mit Schuld, was, wie er wusste, im Gegensatz zu seinen stupiden Kollegen stand, die versuchen würden, ihre Unschuld zu beteuern. Die Gauleiter, die Parteiführer, die Minister, auch die Minister, sie waren korrupt. Alles kleine Leute von der Herkunft. Und nun waren sie sehr mächtig geworden und lebten im Wohlstand. Frauen, Alkohol. Er machte auf uns den Eindruck, als sei er irgendwie distanziert. Als sei er kein Vertrauter des inneren Machtapparates. Aber er war in der Lage, als Beobachter zu fungieren. Als naher, als involvierter Beobachter. Jedoch nicht wie Goebbels, als aktiver Teilnehmer. Herr Speer, ich verstehe Sie nicht. Sie sagen uns, Sie hätten schon vor Jahren gewusst, dass der Krieg für Deutschland verloren war. Jahrelang, sagen Sie, hätten Sie diese schrecklichen Machenschaften dieser Gangster, Hitlers und Ihrer Umgebung mit angesehen. Die persönlichen Ziele dieser Menschen waren die von Hyänen. Ihre Methoden die von Mördern. Ihre Moral die von der Gosse. Sie wussten das alles und blieben doch im Amt. Und nicht nur das. Sie unterstützten sie mit aller Kraft.
Wie können Sie mir das erklären? Wie können Sie das rechtfertigen? Wie ertragen Sie es, mit sich selbst zu leben? Herr Präsident, meine Herren Richter. Hitler und der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Die nutzlose Fortsetzung des Krieges und die unnötigen Zerstörungen erschweren den Wiederaufbau. Entbehrungen und Elend. Entbehrungen und Elend. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Die Welt aber wird aus dem Geschehen lernen, die Diktatur als Staatsform nicht nur zu hassen, sondern zu fürchten. Die Kriegstechnik wird in 5 bis 10 Jahren die Möglichkeit geben, von Kontinent zu Kontinent mit unheimlicher Präzision Raketen zu schießen. Sie kann durch die Atomzertrümmerung mit einer Rakete, bedient vielleicht von nur 10 Menschen, im Zentrum New Yorks in Sekunden 1 Million Menschen vernichten. Darum muss dieser Prozess ein Beitrag sein, um in der Zukunft entartete Kriege zu verhindern und die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens festzulegen. Die einzige Anklage gegen ihn war die Benutzung von Sklavenarbeiter für die Rüstung von Deutschland, ja. Und er war so überzeugend und er war so ein großer, guter Ankläger, ja, des ganzen Führerprinzips, dieses ganzen Nazi-Ungeheuer, dass ich glaube, der war wie ein Zauberer. Da hat er weder die Ankläger noch die Richter haben ihn alle Fragen gefragt. Und er hat es alles auf Saukel abgeschoben. Er hat gesagt, mir war es wichtig, sie zu benutzen und ich wollte gern, dass man ihnen genug zu essen geht. Aber das war nicht meine Verantwortung. Das war Saukel oder es war der Fabrikbesitzer. Remember, bedenken Sie, Saukel hat nie eine Verantwortung für irgendeine größere politische Entscheidung gehabt. Männer wie Göring und Speer haben entschieden, welche Befehle zu geben waren, und Saukel musste sie ausführen. Ihn haben wir zum Tode verurteilt. In guten Tagen haben Sie Rüstung betrieben. In schlechten Tagen haben Sie Verrat betrieben. Nie haben Sie offen Ihre Meinung gesagt. Quiet, Saukel! Bis zum Ende haben Sie nur den Vertrauensmann des Führers gespielt. Dennoch gab es Wetten hier im Journalistenbüro. Wer wird hängen, wer wird nicht hängen? Wissen Sie, was das Wetten war? Dass Saukel und Speer gleichwertig waren. Speer used Saukel as his vehicle. Speer hat Saukel benutzt. There can be no doubt. Es gibt keinen Zweifel. He must be sentenced to death. Er muss mit dem Tode bestraft werden. Die sowjetischen Richter schließen sich diesem Urteil an. Todesstrafe für Albert Speer. Wir beide, wir leben ja fort in unseren Kindern. Und ich bin sicher, auch wir werden uns wiedersehen. Ich verlasse dich nicht. Wir gehören in unserem Wesen zusammen. Wir haben viele Opfer für dieses Ideal in unserem Leben gebracht, um endlich zusammen sein zu können. Es gibt eine unsterbliche Seele. Du und ich, wir werden belohnt werden
Denn wir haben ein anständiges Leben geführt. Nun, liebste Gretel, wollen wir in Gedanken aneinander uns gute Nacht sagen. Dein Albert. Es gibt eine unsterbliche Seele. Du und ich, wir werden belohnt werden. Denn wir haben ein anständiges Leben geführt. 45. Es gibt eine unsterbliche Seele. Du und ich, wir werden belohnt werden, denn wir haben ein anständiges Leben geführt. 1945. Wenn einer mit Leichenbergen weiterleben möchte, muss er die Leichenberge verdrängen. Sonst kann er nicht. Alles dreht sich um und wartet, wo Göring hereinkommen wird. Er wird vermutlich gleich in die Anklagebank eintreten. In jedem Augenblick kann im Gerichtssaal gesprochen werden und wir wollen Ihnen möglichst gut die Worte aus dem Gerichtssaal übertragen, sodass Sie alles original hören. Jetzt scheint Göring zu kommen. Ja, wir sehen eine der Wachen eintreten. Ein Augenblick wird es der allergrößten Spannung. Defendant Hermann Wilhelm Göring. On the counts of the indictment on which you have been convicted. Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden. Es scheint etwas nicht mit der Lautsprecheranlage zu funktionieren. Es ist offenbar ein kleiner technischer Fehler. Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt Sie das internationale Militärgericht zum Tode durch den Strang. Göring ist zum Tod durch Strang verurteilt worden. Wie Sie eben gehört haben, wir können im Augenblick nicht sehen. Sie hören eine Meldung, es wird eine Meldung durchgegeben, zum Tod durch Strang verurteilt. Wir können Göring leider nicht sehen. Es ist ein Malheur für uns. On the counts of the indictment, on which you have been convicted, Tribunal sentences you to death by hanging. Speer wird erwartet. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut, wie wir um dieses kleine Radio saßen und die Urteilsverkündung gehört haben. Und das Einzige, was also mir im Gedächtnis geblieben ist, wirklich, ist to death by hanging. Vier, fünf, sechs Mal bei denen. Vier, fünf, sechs, weiß nicht wie oft. Und dann? Ich kann mich nicht erinnern an die Reaktion auf das Urteil bei meinem Vater. Defendant Wilhelm Keitel, on the counts of the indictment, on which you have been convicted, the Tribunal sentences you to death by hanging. Eben wurde Keitel zum Tode verurteilt. Defendant Alfred Rosenberg, on the counts of the indictment, on which you have been convicted, the Tribunal sentences you to death by hanging. Defendant Albert Speer. On the counts Angeklagter Albert Speer. Gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt Sie der Gerichtshof zu 20 Jahren Gefängnis. Speer wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Also ich weiß, wir sind einfach ganz normal zur Schule gegangen. Und dann hat, ich fuhr mit der Straßenbahn, mein Bruder Albert war schon früher zu Hause und hat mich abgeholt und hat gesagt, er wird nicht gehängt. Herr Hess, was haben Sie denn bekommen? Keine Ahnung, wahrscheinlich die Todesstrafe. Ich hab nicht hingehört.
wollen mich hängen. Lassen Sie mich allein. Dieser Mann Göring hat es geschafft, Cyankali zu nehmen. Dies hat er so geschickt angestellt, dass sein zuständiger Wärter nicht einmal bemerkte, wie er seine Hand zum Munde führte. When the American Sergeant Wood and his assistant mounted the first platform and took up their position. Wieder ging der Befehl ins Gefängnis, Deutschlands ehemaligen Außenminister Joachim von Ribbentrop von Zelle 7 herzubringen. Foreign Minister Joachim von Ribbentrop from Cell 7. Joachim von Ribbentrop! The tribunal sentences you to death by hanging. Langsam ging er die 13 Stufen empor. Die Kapuze wurde ihm über das Gesicht gezogen, die Falltür aufgetan. Und 15 Minuten später, um 1.29 Uhr, starb von Ribbentrop. Fritz Salko, the tribunal sentences you to death by hanging. He spat out the name Fritz Salko when it was asked. Als er dann auf der Falltür stand, brüllte er: Ich sterbe unschuldig, die Verurteilung war falsch. Gott schütze Deutschland und macht Deutschland wieder groß. Saukel starb um 2.39 Uhr, 13 Minuten, nachdem sie die Falltür geöffnet hatten. A penitent soul with a smile on his face entered the room as guards brought in the bound unsprung, once uncrowned king of Poland, who had tried to establish the order of his father.